Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Adventurecraft Adventure Maps Shadow of Hyrule. Und ich gehe aber nicht mehr darauf ein, Collect 6 Flints, okay. Ja, ich weiß schon, wo wir die abgeben müssen. Ich gehe nicht mehr darauf ein, was im letzten Part passiert ist, das, ja. Muss einfach gar nicht mehr kommentieren. Ja, sind wir froh, dass wir es hinter uns haben. Wenn ich auch leider cheaten muss, das tut mir leid, aber ja, das ging halt auch einfach nicht anders. Es ging schon anders, aber dann wäre ich in einer Stunde noch nicht fertig wahrscheinlich. Weil das auch komplett luckbasiert ist wieder. Ich meine, ob diese Drecksratte mitkommt oder nicht, keine Ahnung, ist wirklich irgendwie einfach nur Luck. Und ja, da habe ich echt keinen Bock drauf, sorry. Ist ja auch nicht so, dass ich es nicht probiert hätte. Ich habe es 20 Minuten probiert. Das ist meiner Meinung nach lang genug. Und jetzt schauen wir einfach mal, was als nächstes so kommt. Also wir müssen jetzt diese 6 Flints finden. Okay, das ist zumindest mal was augenscheinlich Entspannteres. Schauen wir mal, ob das auch wirklich der Fall ist. Und jetzt wird es auch wieder Tag. Das ist auch sehr angenehm. Okay, das ist eine Jump-Action-Scheiße hier. So, aber das geht ja zum Glück. Ja, tut mir leid, wenn ich jetzt noch ein bisschen salty bin vom letzten Part, aber... Ja. Das, wird auch, glaube ich, nicht so schnell weggehen. Sehr schön, den zweiten haben wir auch schon. Ja, jetzt soll ich den Jump mal einfach mal weiter, oder? Gibt's wahrscheinlich noch mehr. Aha, gut umschauen, sonst übersieht man nämlich die Hälfte. Boah, das ist aber auch super asozial wieder hier. Mit diesen Wichsern, die ja wieder runterschießen wollen. Kannst du dich abschminken, du Spast. Boah, das war knapp. Junge. Das ist aber auch einfach ziemlich asozial. Also für den ersten Dungeon, ne, nicht, möchte ich auch betonen. Erster Dungeon ist das hier. Ist das schon eine Ansage. So, wo werde ich jetzt wieder abgeballert? Weiß es nicht, aber ich sehe einen Augenschalter. Und der macht Shortcut oder einen Stein oder was macht der? Ein Stein, okay, das ist auch gut. Gut, ich komme irgendwie nicht auf die andere Seite, ne? Das ist ein bisschen komisch. Oder kann ich da irgendwie über die Bäume vielleicht? Don't know. Wollen, was war jetzt hier? War hier überhaupt ein Stein? Da haben zwei Stück erst. Ne, ich glaube, da war kein Stein. Okay, hier gibt es auch noch einen Weg. Also man muss irgendwie noch auf den anderen Dings hochkommen. War, weiß ich aktuell noch nicht, wie das geht. Ich will noch raus. Hallo, kannst du mal hochgehen, bitte? Mann! Geht doch. So, gibt es hier noch einen Stein? Oder was ist hier? Hier ist einfach gar nichts. Okay. Auch eine weirde Sache. Oh, diese Vollidioten, ey, die sind so nervig. Pisst euch einfach. So, drei Steine haben wir. Was ist das? Hä? Das ist doch ein Schalter. Was passiert nicht, wenn man drauf tippt? Ja, Guys, ihr seht, hier sind Blöcke und die stammen von diesem Holzschalter unten. Ich habe vergessen, das ist ja ein Holzschalter und da kann man natürlich einen Drop drauflegen. Ja, sorry. Hey, ich bin gerade nicht mehr so ganz dabei. Ihr merkt es. Ja, jetzt ist ja auch noch der Block. Und mit dem Block kriegen wir noch eins von diesen Dingern wahrscheinlich. Zwei wahrscheinlich, sogar zwei. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich irgendwie unbeschadet runterkomme. Wahrscheinlich nicht. Was ist hier? Achso, hier war der Augenschalter. Ich werde nicht nochmal stellen, weil dann respawnen die ganzen Wichser nochmal. Ja. Wenn ich jetzt einmal schieße, trifft er mich sofort und nimmt mich ein Leben weg. Da habe ich keinen Bock drauf, deswegen heile ich mich mal ganz kurz. So. Ach, das ist jetzt hier drinne. Cool. Genau, da haben wir noch so ein Ding. Und das letzte kriegen wir wahrscheinlich, wenn wir das Ding auf die Platte schieben. Hoffe ich mal. So, komm mal mit. Du haust bitte ab. Ja. Gut, damit haben wir alle 6 gefunden und ich cutte und dann sehen wir uns gleich wieder an dem Ort, wo es weitergeht.
So, da wären wir. Und was gibt es jetzt denn hier Schönes? Aha, ein... Ja, neuen... Einen großen Raum oder etwas dergleichen? Ich weiß es nicht. Schaut so aus zumindest. Cool. Es ist ein Kampfraum, es sieht so ein bisschen so aus, ne? Bin mal gespannt. Ja, richtig schön viele Krüge, das ist super. Ich habe echt viel Heilung aufgebraucht. Ja, aber klar. Das war doch klar. Bam. Bam. Was ist das? Ah, die Teile. Ja, die können wir auch aus, Bloody Hands. Die sind auch dreist. Kill the guest fast. Okay, ich probier's. So. Ja, man trifft ihn halt nicht so gut, ne? Und wenn er ans Ende der Welt fliegt, hallo, wo willst du hin? Egal, irgendwann despawnt er. Hätte er vielleicht irgendwie die Stage zubauen sollen, ne? Weil so kann der Gast halt abhauen. Ah, jetzt haben wir ihn. Nein! No, der hat mich gedribbelt. Der hat meine Bombe zurückgeschossen, der Arsch. Ich dachte, ich habe erschienen, aber nichts da. Der hat mich verarscht. Kratz doch ab. Was? Hä, warum respawnt der jetzt? Sich verarschen. Hä, warum respawnen die Gegner alle? Kommt jetzt noch ein Gast oder was? Jetzt sind wir gleich mal näher. Mann, jetzt verpiss dich doch mal. Endlich. Meine Fresse. Das wäre mal ultra nervig. Ja, also da müsste man die Stage zubauen, weil sonst passiert nämlich genau das, was hier passiert ist, dass der Gast nämlich abhaut. Da bringt auch die Nachricht, töte ihn schnell nicht, weil wenn du ihn nicht schnell gekillt kriegst, dann danke für die Nachricht. Bringt mir aber auch nichts. So, und damit können wir uns jetzt hier den Bosski abholen. Aber muss ja eigentlich sagen, der Dungeon ist eigentlich noch gar nicht so lang. Von daher, wahrscheinlich, wenn man diese Scheißaufgabe auslässt, ja, sind wir halt jetzt im zweiten Part, recht am Anfang. Also, so eine halbe Stunde haben wir gebraucht. Das ist okay. Aber jetzt auch nicht so ultra gut eigentlich, ne? Na gut. Schauen wir mal, wer hier der Boss sein wird. Wer kommt denn hier jetzt? Niemand? Das glaube ich nicht. Braucht doch bestimmt den Bogen, oder? Mhm, da geht's schon los. Ha? Aha. Oh, gibt's immer die gleiche Bossmusik? Scheint so. Was ein bisschen schade, oder? Okay, es fängt an mit ein paar Bogenschützen, aber die sollten wir hoffentlich recht easy down kriegen. So. Da ist noch einer. Bam, 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 bam. Komm, schön abkratzen, mein Freund. Okay, nächste Stufe. Ein paar Idioten. Oh, ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Aber ich würde jetzt auch keine Fackel nehmen, weil das wäre jetzt gecheatet. Weil hier ist es ja offensichtlich unbedingt gewollt, dass es dunkel ist. Gut, aber was ich machen darf, ist meine Rollläden zuziehen. So. Ein bisschen mehr. Hallo, hau mal ab da. Okay, aber sind nur Gegner der Boss? Also da war der Zwischenboss bisher spektakulärer, würde ich mal fast sagen. Aber ich glaube nicht. Da kommt wahrscheinlich noch ein richtiger Boss. Das ist immer von Zelda Adventure, dieses Vorgeplänke. Weil das da auch so ist. Ja, ja, jetzt kommt vielleicht der richtige Boss. Cool, der spawnt direkt in mir. Das ist schon mal richtig fair. Ja. Geil. Okay, das ist der Gommes-Boss. Der ist natürlich krass. Nein, ich möchte nicht die Angel, ich möchte was essen. Aber die ganzen Ratten sind eigentlich ganz nice, weil die droppen richtig viele Herzen. Ich werde die mal alle töten, dass ich ein bisschen Herzen krieg. Die Fledermäuse sind halt nervig. Ja. Oh, es ist so viel Zeug hier, Mann, das gibt's gar nicht. Spawnt es auch mal wieder nach, oder? Ich meine, früher oder später wird der Gommes-Typ halt auch down sein, weil irgendwann kriegt er auch ein paar Treffer mal rein von mir. Jetzt zum Beispiel. Da. Kratz doch mal ab. Das Schwierige ist eigentlich bisher gar nicht so der Gommes, sondern die ganzen Viecher, die irgendwie rumstehen, Alter. Das ist ja krass. Mein Gott. Das ist der Rattenmann, oder was? Rattenfänger von Hameln bist du, glaube ich. Das würde zumindest mehr zu dir passen als Gommes. Ja, ein paar habe ich nur da reingehauen. Ja, jetzt hat er kassiert. Schön. Na, down. So will ich das sehen. Na. Puh, ja, gut, Guys. Was kann ich sagen? Well done, Link. Ja, danke schön. Fazit zum Dungeon.
Er ist jetzt so mäßig gewesen. Also Stardam war ganz cool. Es gab auch echt teilweise coole Ideen. Am Anfang fand ich es ein bisschen weird vom Level-Design. Und ja, die eine Aufgabe hat halt ein bisschen kaputt gemacht, die war halt ultra kacke. Und sonst war er halt einfach sehr kurz. Aber also wie gesagt, teilweise waren die Ansätze echt ganz cool. Aber an sich doch ein sehr kurzer Dungeon. Und ja. Und ich fand es auch cool, dass man den Erdtempel hatte. Das hat mir auch gut gefallen. Boss fand ich, ja, war ganz okay. Der Zwischenboss war fast cooler. was halt, gut, der Boss war halt insofern cooler, weil es halt tatsächlich ein, ja, Custom-Boss war, ne? Und nicht einfach nur ein Riesenskelett, wie jetzt eben der Zwischenboss. Aber, ja, natürlich ist wieder Nacht, wie immer. Kann nicht mal Tag sein. Gut, wir haben den Dungeon abgeschlossen. Die Frage ist, was gibt es jetzt zu tun für Link? Ja, wir könnten Quests machen und so, aber ich möchte eigentlich eine Story weitermachen. Link, go to Hyrum Village. Okay, das mache ich doch mal. Aber den Weg für euch hatte ich selbstverständlich. Was ist denn das? 20 Rupees for one game. Das habe ich eben gerade random gesehen. Ich weiß nicht, was es ist. Also ich würde es schon machen. Aber ich kann es irgendwie nicht. Wie geht denn das los hier? Hallo. Hier ist auch niemand, der mit mir reden möchte. Was ist das denn? Das ist mal weird. Okay, das ist echt weird. Keine Ahnung, irgendwie kann ich das Spiel nicht starten. Dann halt nicht. So, wir wären in der Stadt. Frage ist, was soll ich jetzt hier? Gibt es irgendeine Erklärung oder irgendwas, was mir einen Hinweis darauf gibt, was zu tun ist? Okay, in dieser komischen... Also bisher ist nichts passiert in der Stadt, aber ich bin jetzt hier mal in diese Höhle gegangen. Und also da, wo davor irgendwie gar nichts war, da sind jetzt zumindest ein paar Monster gespawnt. Keine Ahnung, dass irgendwas ist, aber irgendwie auch nicht. Ah doch, da ist noch ein Zombie. Ah doch, jetzt einer von den Steinen. Okay, cool. So, geben wir dem Typ hier mal seine 50 Rubine. Hat irgendwie nichts gebracht, oder? WTF. Das einfach machen. Hä? Das ist ja voll das Game. Ich hab mir jetzt 100 Rubine einfach abgezogen. Was ist das für ein Arsch? What the fuck? Jo, Guys, keine Ahnung, was man jetzt hier soll. Ich habe überhaupt nichts an Nachrichten oder irgendwas bekommen. Also, ja, wie gesagt, don't know, warum ich jetzt hierher gehen sollte. Ich glaube, ich werde jetzt aber erstmal hier die Aufnahmesession beenden. Und dann, genau, schauen wir beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Bis gleich. So, Leute, es kann weitergehen in einer neuen Aufnahmesession. Und hier gibt es erstmal einen Stein für uns. Sehr, sehr gut. Ja, ich muss... War das ein Herzteil? Achso, erstmal können wir uns diesen Stein dann noch kaufen. Wunderbar. Und dann gleich in die Höhle gehen. Wir haben nämlich jetzt 5 Stück. Genau. Also, ganz kurz zur Erklärung. Diesen Stein hier hat man bekommen, wenn man bei dem Typ die 50 Rubine abgegeben hat. Entweder war ich blind und hab das nicht gesehen. Es ist ein bisschen blöd, dass das hier nicht weggeht, weil dadurch habe ich dem Typ insgesamt, glaube ich, 150 Rubine oder so gegeben. Bisschen blöd. Aber gut, lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. So, was gibt's jetzt hier? Hier brauche ich bestimmt die blauen Steine, oder? Ah, nee, 100 Rubine brauche ich hier. Ja, gut, die habe ich jetzt natürlich nicht. Ja, aber ich hole noch kurz den letzten Stein, der uns noch fehlt. Ich weiß nämlich, wo der ist. Da sehen wir uns aber gleich wieder. So, es gibt hier bei diesem Bergweg einen Augenschalter, der ein bisschen sass ist. Und wenn man den aktiviert, passiert auch was. Nämlich... Genau, da scheint nämlich der letzte Stein. Sehr gut. Und damit können wir jetzt zu diesem Typen gehen. Und das Ganze ist nämlich tatsächlich storyrelevant, das wusste ich nicht. Also man muss mit dem Typen tatsächlich die Steine machen, das kommt man gar nicht weiter. Ja, ich habe es im EP von Pookie nachgeschaut. Weil sonst, keine Ahnung, wäre ich da halt nicht drauf gekommen. Vielleicht hätte ich es irgendwann als Zufall gefunden, weil ich die Quest halt gemacht hätte. Aber ja, das war's halt. Naja, bis gleich. So, da sind deine 5 Steine, mein Freund. was? Wie hast du das geschafft? Wie hast du sie alle eingesammelt? All diese Steine? Nun, Versprechen ist Versprechen. Und ich hab dir gar nichts versprochen. Achso, und Dankeschön für deine Rubine.
Richtiges Arschloch, Alter. What the fuck? Aber ganz cool. Man hat den ganz cool Blick aufs Schloss. Ja. Und jetzt? Hallo. Ah, genau. Und jetzt geht's hier nämlich weiter. Und jetzt gibt mir dieser Sequenz gezeigt. Hilfe, Hilfe. Von da oben, wo wir schon mal waren. Genau, und das kriegt man aber nur, wenn man diese Steinquest erledigt. Ist schon fies, oder? Also man kriegt nur gesagt, okay, es geht in der Stadt weiter. Und das mit der Steinquest, keine Ahnung, muss man irgendwie selber da rausfinden. Ist schon gemein. Naja gut, ich würde sagen, ich cutte wieder und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da wären wir. Was geht jetzt hier ab? Hilfe! Oh, was? Die Stadt ist es. Die Stadt wird angegriffen. Was passiert? Scheiße, müssen wir sofort helfen gehen. Es wird leider nachts. Oh je, oh je, oh je. Okay, den Weg hatte ich aber wieder. Bis gleich. Oh shit, hier geht's aber richtig ab. Das sind schon die ganzen Assis. Warte mal, ich nehme mal hier meinen. Meinen Fackel in die andere Hand, damit man noch was sieht. So, kratzt du mal ab hier. Ja, doch. Wahrscheinlich muss ich die jetzt alle töten, oder? Gut, das kriegen wir hin. Das sind ja nur diese Dullis. Na, na, na. Übrigens gibt es gute Nachrichten bezüglich. Boah, Cube Souls. Da gibt es wahrscheinlich bald ein sehr großes Update. Ein Ozean-Update, wo sehr viele neue Sachen hinzukommen. Vor allem halt, ja, der Ozean-Bereich. Sie hat mir schon so ein paar Screenshots geschickt. Das sieht wirklich richtig geil aus. Und wenn das draußen ist, machen wir dann natürlich weiter. Ne? Das ist ja ganz klar. Also wahrscheinlich mache ich es dann so ähnlich wie bei Zelda Adventure, dass ich dann an dem Punkt weiterspielen kann, what the fuck, wo ich aufgehört habe. Was natürlich eine coole Sache wäre. Das heißt, ja, das alte Let's Play würde dann einfach fortgesetzt werden. Ziemlich nice, ne? Oh ja, ich freue mich drauf. Es gibt auch sehr viele Verbesserungen bezüglich des User Interfaces und so. Also echt viele geile Sachen. So, jetzt müssen wir noch gucken, dass wir die letzten Dullis alle töten. Wo sind denn die alle? Da ist noch einer. It? Was machen wir, Link? Heavy It. Ah ja, okay, die Musik ist jetzt auch anders. Und jetzt, können wir jetzt gerade ausgehen, oder was? Ist jetzt wie von Geisterhand hier plötzlich die Höhle nicht mehr. Okay. Vielleicht doch, also ich kann ja mal hingehen. Und dann finden wir es raus. So, was geht ab? Well done, Link. Jetzt haben wir den Feuerpfeil bekommen. Nun kannst du, the wall to the right. Keep the fire arrow in right or left hand. Okay, also jetzt können wir halt diese Eiswand oben zerstören. Sehr gut. Und oben auch noch einen Schlüssel, habe ich gesehen. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich wieder oben bin. Yay. Yeah. So, da wären wir. Da ist der Schlüssel. Oh, das ist nur als Item dort gewesen. Das ist natürlich ein bisschen riskant. Angenommen, ich wäre jetzt hier nicht hingegangen, dann wäre er weg gewesen, ne? Und hier sind irgendwie noch Zombies erschienen, okay. Naja, gut. Lassen wir die Zombies machen und schauen wir doch eher mal, dass wir das Ganze hier aufmachen. Ich frage mich jetzt, brauchen wir da nicht eigentlich Mana für? Okay, scheinbar nicht. Ist das jetzt der nächste Dungeon oder was ist das jetzt? Scheint fast so, ne? Na, na. Ich glaube schon. Oh, wie cool. So ein Eis-Dungeon oder was? Was ist das für ein abgefucktes Viech? Oh, haust du ab, Mann. Okay, ein Freezard. Und irgendwie kommt keine Musik. Hä, echt jetzt? Als ob es keine Dungeon-Musik gibt. Was ist denn das für ein Scheiß? Warte mal, ich schau mal, ob ich die Trigger vielleicht irgendwie nochmal triggern muss oder irgendwas, weil das kann ich mir fast nicht vorstellen. Als ob es hier keine Musik gibt. Oder ist es doch nicht der Dungeon? Das kann natürlich auch sein. Aber es sieht ja schon so aus. Wobei, es stand ja auch nichts dran eigentlich, ne? Hä? Da geht's einfach raus. Sieht ja auch ein bisschen weird aus, als ob man da. Als ob es noch nicht fertig gebaut wäre. Okay, es scheint dann auch irgendwie so gewollt zu sein. Strange. Okay, es gibt auch irgendwie. Ich fand's nur komisch, weil in der Beschreibung der Map stand eigentlich, dass es ein Mana-System gibt. Aber anscheinend gibt's doch keins.
Also in dieser Readme stand das gerade. Aber irgendwie gibt es auch kein Mana-System, weil ich kann ja unendlich viele Pfeile verschießen. Das ist dann ziemlich nice. Und der soll relativ OP sein, stand auch an der Readme. Und dass man ihn deshalb nicht so oft nutzen soll, aber... Ich meine... Wenn dafür nicht gesorgt wird, wieso soll ich ihn dann nicht nutzen? Ah, schon wieder Freeze-Arts. Mache ich normalerweise so ein Eisatem? Eigentlich schon, ne? Vor allem, wo wollen die schon wieder hin? Ah, jetzt ist er zu mir gegangen, oder? Nee, wo will der hin? Ja, Säule ist voll interessant und so. Hm, weirde Gegner irgendwie. Die waren schon in der anderen Map, in Legendary Mask war das, da waren die auch schon so buggy. Verstehe ich gar nicht, wieso sind die so buggy? Gibt's hier noch was? Yo, hier gibt's noch was. Ich kann hier echt ballern anscheinend. Ja, okay. Dann mache ich das. Das ist ja voll nice. Ist da? Nee, ne? Bats. 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 Okay, aber so ganz OP scheint der auch nicht zu sein, oder? Gut, der brennt halt die Gegner an, aber... Das war's ja im Grunde auch schon. Aber dann ist es auf jeden Fall gut, dass ich mir ein paar Pfeile gekauft hatte damals. Was? Ach, das ist doch so ein Typ. Aber jetzt mehr Schade oder so macht er jetzt nicht. Von daher, so ganz OP ist er jetzt auch nicht. Ah, da darf kein Item sein, ne? Ich glaube, wenn man da nämlich ein Item hat, dann funktioniert das... Das Skript nicht richtig mit dem... Mit den Rubinen. Also es scheint für irgendwie braucht dieses Skript diesen freien Slot. Das muss man halt wissen. Ja, ist irgendwie echt schade, dass hier keine Musik kommt. Kann ich jetzt aber leider auch nicht ändern. Das ist ja der Fisch. Warte mal, weg damit. Gut, wo wir den Block brauchen, das ist ja klar. Den brauchen wir jetzt draußen, wo wir diese Plattform schon gesehen haben. Ah, da ist doch so ein Typ. Ich dachte mir schon so, hä, wo kommen denn diese Sounds die ganze Zeit her? Ja, ist das so ein Vollidiot, okay. Doch natürlich Sinn. Mathe! Ah, ist da noch einer. Okay, dann schauen wir doch mal, dass wir jetzt hier den Block reinschieben. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Dungeon ist oder nicht. Hä? Was ist das denn jetzt? Achso, da ist so ein Skelett. Ich dachte mir so, hä, warum kriege ich Dinger? Ich hab mich schon gefragt, was jetzt passiert ist. Wahrscheinlich muss man die mit dem Feuerbogen töten, ne? Ja. Schaut so aus. Und wir kriegen einen Key. Sehr gut. Habe ich hier noch einen anderen? Ah ne, das war für den Dungeon-Eingang, ne? Okay. So, jetzt sind die beiden Typen down. Dann schauen wir doch mal, was wir jetzt mit unserem Key machen können, wo wir ihn brauchen. Das ist schon wieder einer. Wie viele gibt es von euch lästigen Spacken, ey? Das kann doch gar nicht sein. Das ist die Boss-Türe, ne? Das ist halt irgendwie komisch, ne? Hier ist einfach gar nichts. Okay. Alter, das ist auch so sau nervig, dass die Gegner immer respawnen. Ich besiege die jetzt zum dritten Mal, obwohl ich nicht gestorben bin. Also das ist irgendwie schon ein bisschen scheiße. Also ich habe aktuell keine Ahnung, wo man den Schlüssel braucht. Ich werde auch vielleicht noch ein bisschen umsehen. Und ja, dann geht's beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Hier von, ja, dem Part Shadow of Hyrule und das war scheiße. Ja, dass die schon wieder respawnen, das ist so lame. Die respawnen einfach dauerhaft. Das ist so zu kotzen. Ja, naja, also vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal hier bei Shadow of Hyrule.